Also, ein herzliches Willkommen von Seiten Parental Drug Association und LearnChamp und der SAP zum heutigen Webinar. Ich würde zu Beginn den Herrn Dr. Klar und auch mich selbst bitten, ich selbst kann es machen, kurz unser Videobild einzublenden, dass Sie auch sehen, mit wem Sie es heute zu tun haben. Sind wir alle virtuell unterwegs, dann macht das natürlich immer Sinn, wenn man auch weiß, wer auf der anderen Seite, wo auch immer, in meinem Fall ist es Wien, beim Herrn Dr. Klar ist es Berlin, mit Ihnen oder zu Ihnen heute spricht. Wir freuen uns auf das Webinar zum Thema effiziente Mitarbeiterqualifizierung in Pharmaunternehmen. Wir haben ein paar Slides vorbereitet, die wir jetzt gleich durchgehen werden, beginnend mit einer Kurzvorstellung von uns beiden als Moderator und gehen dann aber relativ schnell hoffentlich in eine interaktive gemeinsame Session und haben auch bei Bedarf einige Systemdemos vorbereitet. Nochmal zum Hinweis von meiner Seite, Ihre Mikrofone sind derzeit stumm geschalten. Das heißt, Sie müssen mit Handzeichen signalisieren, wenn Sie sich zu Wort melden wollen. Das ist herzlich willkommen und wir hoffen, dass es zahlreiche Wortmeldungen gibt. Aufgrund der Teilnehmerzahl ist aber einfach die Notwendigkeit, dass diese Mikrofone nicht standardmäßig freigeschalten sind, sonst hätten wir wahrscheinlich relativ viel Hintergrundgeräusche. Alternativ für alle, die kein Mikrofon haben oder die auch keine Wortmeldung geben wollen, auch die Möglichkeit, über das Chatfenster Notizen bzw. Fragen an uns zu stellen. Die werden wir dann vorlesen und hoffentlich auch alle beantworten können. Gut, dann starten wir hinein. Ich würde mit einer kurzen Vorstellung beginnen. Mein Name ist Christoph Gerold, ich bin einer der Mitbegründer und Geschäftsführer der Firma LearnChamp Consulting. Ich bin seit vielen Jahren, seit über 15 Jahren jetzt mittlerweile im Bereich Human Capital Management unterwegs und implementiere auch nach wie vor selbst vor allem das Thema Learning Management von SuccessFactors, dem System, das wir uns heute auch noch ansehen wollen oder werden. Bin zusätzlich verantwortlich für den gesamten Talent Management Bereich bei LearnChamp und habe eine sehr, sehr lange Berufserfahrung in der Projektimplementierung derartiger Systeme und habe auch eine mittlerweile langjährige Erfahrung oder auch einen sogenannten Track Record im Bereich Life Science bzw. Pharma. Das Unternehmen LearnChamp an und für sich, für die, die es noch nicht kennen, wurde 2001 in Wien gegründet. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon an meinem Akzent gehört. Wir sind mittlerweile mit knapp über 60 Mitarbeitern, Vollzeitmitarbeitern in Wien und in München vertreten mit einer eigenen Gesellschaft und sind primär im deutschsprachigen Markt tätig. Das heißt, unser Kernmarkt ist Deutschland, Schweiz und Österreich und betreuen dort Kunden in, sage ich mal, mittlerem bis großem Maßstab oder Umfang, durchaus aber auch sehr oft in globalen Projekten und sind dadurch dort unterwegs und dort vor Ort, wo unsere Kunden auch tätig sind. Wir arbeiten seit dem Jahr 2005 exklusiv mit SuccessFactors von der SAP zusammen. Dazu werden wir später auch noch was hören. Sind also SAP-Partner und sind auch seit 3 Jahren sogenannte SAP Recognized Expertise Partner. Das heißt, wir haben eine Vielzahl an zertifizierten Consultants und, glaube ich, auch eine durchaus beachtliche Anzahl an erfolgreich absolvierten Projekten. Für wen ist SuccessFactors geeignet? Prinzipiell gibt es keinen Branchenfokus, der mit SuccessFactors verfolgt werden muss. Ich habe hier auszugsweise einige Unternehmenslogos und Kunden von uns aufgelistet, um einfach ein bisschen die Spannbreite zu zeigen. Das heißt, wir haben kleine Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern auch, ist da jetzt gar keins oben, aber auch die Erber Group mit, glaube ich, knapp über 1000 Mitarbeitern bis hin zu Unternehmen wie einer Bosch beispielsweise, die weltweit über 200.000 Mitarbeiter und externe Lieferanten beispielsweise über Learning Management, über das Learning Management Modul von SuccessFactors trainieren und zertifizieren. Was Sie auch sehen an einigen Logos, heute geht es um Life Science und Pharma, dass Unternehmen wie Bayer, Advanced Bionics, Sonova, die Firma Roche und ähnliche im Pharma-Bereich
sehr viel gerade mit dem Learning Management Modul von SuccessFactors arbeiten und dieses einsetzen. Das vor allem auch aus dem einfachen Grund, dass das Thema Mitarbeiterqualifizierung bzw. die Nachweispflicht für alle verpflichtenden Trainings bzw. auch natürlich das Lesen von SOPs und Working Instructions sehr, sehr relevantes und auch sehr auditiertes Thema ist. Für Sie wahrscheinlich Tagesgeschäft, würde ich mal sagen. Das war es auch schon zur Vorstellung von Seiten LearnChamp. Ich würde jetzt an die Alexandra Demczyk übergeben, die sich kurz vorstellen wird, beziehungsweise auch kurz die Suite von SuccessFactors näher erläutern wird. So, kurzen Moment. So, jetzt sollte man dich hören können, Alexander. Oder auch nicht, sonst würde ich das dabei nochmal muten, das Mikrofon, beziehungsweise das kurz übernehmen. Die Frau Alexandra Demczyk ist bei der SAP im sogenannten Inside Sales tätig und ist dafür zuständig für die Kundenbetreuung auch im deutschsprachigen Raum von SuccessFactors. SuccessFactors an und für sich, dass all diejenigen, die das Produkt nicht kennen, vielleicht auch einen kurzen Überblick dazu bekommen, ist eine Software-Suite, die mittlerweile zur SAP gehört. SAP, glaube ich, ist allen Teilnehmern heute hier ein Begriff. Und SuccessFactors wurde 2012 final von SAP übernommen und ist ein HCM, also Human Capital Management Produkt in der Cloud, das im Prinzip versucht, die gesamte Prozesskette im Personalbereich abzubilden und zu unterstützen systemseitig, das heißt vom gesamten Bereich des Bewerbermanagements über den Prozess des Onboardings, über Learning, das ist auch hier rot hervorgehoben, weil es heute um dieses Modul geht, über Zieldefinition und Leistungsbeurteilung, Vergütung bis hin zur Karriere- und Nachfolgeplanung. Das heißt, daher kommt ursprünglich das Produkt SuccessFactors HCM Suite. In der Zwischenzeit gibt es in der Cloud auch die Möglichkeit, das Thema Core HR, also klassisches Stammdatensystem von HR-Seite abzubilden, mit allem, was dazugehört, das heißt Organisationsmanagement, Payroll, Shared Services, Zeitaufzeichnung, Time Off, also Abwesenheitsmanagement etc. Und die gesamte Suite baut auf der SAP HANA Cloud-Plattform auf, beziehungsweise hat am oberen Ende, das ist hier auch mit benutzerfreundlich dargestellt, eine mobile bzw. Social Collaboration Komponente. Das heißt, eine Vielzahl der Funktionalitäten sind über eine App aufrufbar, direkt auf Ihrem mobilen Endgerät, was jetzt speziell im Bereich von On-the-Job-Training oder Task-Checklisten bzw. auch Genehmigungen durchaus sehr viel Sinn machen kann. Wer setzt SuccessFactors heute ein? Jetzt weniger von einem Branchengesichtspunkt, aber von der Anzahl. Das heißt, es gibt jetzt mehr als 4000 Kunden weltweit, es gibt 27 Millionen User in 60 Industrien. Das sind die Branchen, die ich eingangs erwähnt habe, wo eben Pharma und Life Science eine relativ wichtige Branche auch für SuccessFactors ist. Und seit 2001 in mittlerweile über 177 Ländern ist dieses Produkt auch eingesetzt. In der Cloud betrieben, in der Cloud sowohl hier auch in einem Rechenzentrum in Deutschland, wahrscheinlich für alle deutschsprachigen Kunden sehr interessant, das nach allen Gesichtspunkten der heutigen Datensicherheit bzw. Safe Harbor und ähnlichem mehr zertifiziert ist. Das heißt, Daten liegen ausschließlich hier in Europa im Datenzentrum in Deutschland bei der SAP. Gut, genug zur Vorstellung. Ich würde an der Stelle an den Herrn Dr. Klar übergeben und bitte auch um kurze Vorstellung bzw. dann auch Start direkt ins Thema hinein. Der auch noch das Mikrofon dann wieder stumm schalten. So, ich hoffe, ich kann Sie hören. Guten Morgen an alle von meiner Seite. Mein Name ist Dr. Falk Klar. Ich bin Mitarbeiter der Parenteral Drug Association und in dieser Rolle verantwortlich für das
Produkt, Training und Ausbildung, zu dem ich nachher auch noch was sagen werde, wie es mit der PDA zusammenhängt. In den vergangenen knapp 20 Jahren war ich in verschiedenen Bereichen der pharmazeutischen und Medizinprodukteindustrie tätig, habe dort die GXP-Welt von verschiedenen Seiten beleuchtet. Schwerpunkte waren die klinische Forschung, aber auch entsprechende Laboruntersuchungen und ganz wesentlich natürlich der Bereich GMP, Good Manufacturing Practice, wo ich im Wesentlichen in Qualitätssicherungsfunktionen tätig war. Das nächste. Wer ist die PDA? PDA ist die Parenteral Drug Association, ein amerikanisches Unternehmen, das sich verschrieben hat, der Aufgabe, wissenschaftliche Erkenntnisse in die pharmazeutische Industrie zum Nutzen aller einzubringen. Die PDA ist eine mitgliederbasierte Organisation, hat etwa knapp 10.000 Mitglieder in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kontinenten, aber auch aus verschiedenen Teilnehmergruppen, also selbstverständlich ist die pharmazeutische Industrie stark vertreten, aber auch die Regulator, die entsprechenden Behörden und die entsprechenden Zulieferindustrien sind Mitglieder der PDA. Es geht darum, wissenschaftliche Erkenntnisse zum verbesserten Nutzen in der pharmazeutischen Industrie zu verbreiten, über die Mitglieder, über entsprechende Produkte, über entsprechende Foren und Möglichkeiten. Und was sind diese Möglichkeiten? Das sehen Sie im unteren Teil, es sind ganz wesentlich Konferenzen, die von der PDA organisiert werden, aber eben auch sogenannte Trainingsprogramme, die angeboten werden zu den verschiedensten Themen, die in der pharmazeutischen Welt rund um sterile Arzneimittel von Interesse sein können. Und es gibt auch eine starke Seite der PDA mit entsprechenden Publikationen. Es gibt die sogenannten Technical Reports. Diejenigen von Ihnen, die mit der PDA schon zu tun gehabt haben, werden diese Produkte sicherlich kennen. Das sind Zusammenfassungen von praktischen Hinweisen, praktischen Durchführungsempfehlungen vom Praktiker für den Praktiker und bietet eben genau diese Art von Sichtweise auf die Industrie, dass man aus der Hand von erfahrenen Leuten Hinweise, Unterstützung und Hilfestellung bekommt, wie man seine eigenen Aufgaben effizient und effektiv durchführen kann. Bitte weiter. Wenn wir uns das Thema Training im pharmazeutischen Bereich angucken, und das soll so ein Versuch einer Standortbestimmung sein, ist durchaus das eine oder andere kritisch anzumerken. Ich habe die aus meiner Sicht wichtigsten Dinge hier einfach mal versucht zusammenzutragen. Es geht damit los, dass die Schulungen, die in den pharmazeutischen Unternehmen angeboten werden, sehr häufig nicht wirklich die Wissenselemente und Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, die für die Mitarbeiter in ihren jeweiligen Tätigkeiten erforderlich sind. Oftmals sieht man, dass Schulungen im Gießkannenprinzip preisgestreut werden, dass viele Themen für viele angeboten werden und auch für verpflichtend in der Teilnahme erklärt werden, ohne dass diese Mitarbeiter dieses eine oder andere Trainingselement wirklich benötigen. Und das, was eigentlich benötigt wird, wird teilweise nicht geschult, sodass die Mitarbeiter dafür sich alleine gestellt bleiben und natürlich alles im Allen kommt es hier nicht nur zur Verschwendung von Arbeitszeit, sondern wird das eigentliche Ziel einer solchen Schulung nicht wirklich erreicht. In der Konsequenz sehen Mitarbeiter diese Schulungen sehr häufig als lästige Pflichtveranstaltungen an. Das führt teilweise so weit, dass Schulungen dazu so betrachtet werden, dass die Schulung von der eigentlichen Arbeit die Kollegen abhält. Das ist natürlich ganz das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte. Und auch wiederum in Bezug auf die betriebliche Praxis führen Schulungen dann eben nicht zu den gewünschten positiven Veränderungen im Verhalten der Mitarbeiter. Bezüglich des Inhalts muss man leider feststellen, dass Schulungen sehr häufig auf theoretische Aspekte fokussiert sind, statt auf die Vermittlung von praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das geht damit los, dass Schulungsinhalte meistens SOPs sind,
Das ist grundsätzlich nicht verkehrt, selbstverständlich, aber es bedarf, dass diese SOPs auch die tatsächlichen Abläufe, wie sie in der Praxis im Unternehmen gepflegt werden, abbilden. Das ist leider nicht immer der Fall. Es ist durchaus festzustellen, dass die SOPs mit ihren Inhalten teilweise den praktischen Prozessen hinterherhinken. Das hat durchaus die Gründe, dass es in der Regel sehr, sehr viele SOPs gibt und man Schwierigkeiten hat, die entsprechend zu aktualisieren. Aber das zeigt natürlich auch die Schwierigkeiten auf, wenn Schulungen auf Basis dieser SOPs durchgeführt werden. Die Frage der Trainer ist wichtig zu stellen. Es müssen genau die Kollegen sein, die diese Abläufe, die im Gegenstand dieses Trainings stehen, auch wirklich am besten kennen und nicht Personen, die sich vielleicht sehr gut in der SOP auskennen, aber nicht notwendigerweise in der praktischen Umsetzung. Auch hier gibt es durchaus viel Verbesserungsbedarf. Die nächste Folie bitte. Zu den Schulungsformaten selbst ist es leider so, dass sehr häufig Klassentrainings angeboten werden, wo ein oder mehrere Trainer die Schulungsgruppe mit den entsprechenden Informationen in einem Präsentationsformat versehen und die Schulungsteilnehmer mehr oder weniger nur eine Zuhörerrolle innehaben. Das ist nicht nur ungewohnt für die meisten Erwachsenen, deren Schulzeit schon sehr lange zurückliegt. Es ist auch vor allen Dingen nicht sonderlich effizient, wenn man an die didaktischen Möglichkeiten denkt, welche verschiedenen Trainingskanäle bemüht werden können, um einen bestmöglichen Schulungserfolg zu erzielen. Hier macht man mit diesem Art des Formats von vornherein eine starke Reduzierung und vergibt sich Möglichkeiten, was man besser machen könnte. Und auch das führt wieder dazu, dass das, was in der Schulung geboten wird und wie es geboten wird, von den Schulungsteilnehmern irgendwie als nicht das wahre berufliche Umfeld angesehen wird, anders erlebt wird. Und dieser Widerspruch alleine, der ist ja nicht das, was man mit Schulungen erreichen möchte. Und der letzte Punkt ist eine Anforderung, die sich auch aus den regulatorischen Hintergründen heraus ergibt, dass der Schulungserfolg regelmäßig nachzuweisen ist und zu überprüfen ist. Oftmals ist es in der betrieblichen Praxis schwierig, dies zu tun. Es finden sehr häufig Erfolgskontrollen im unmittelbaren Anschluss an die Schulung oder während der Schulung statt. Multiple-Choice-Fragen oder auch diskursive Elemente, die sind sicherlich grundsätzlich gut geeignet, diese unmittelbare Wissensvermittlung zu überprüfen, aber nicht geeignet, das geänderte Verhalten der Teilnehmer in der betrieblichen Praxis zu überprüfen. Und hier gilt es darum, entsprechend umfangreichere oder andere Methoden und Möglichkeiten der Erfolgskontrolle zu finden, die eben die tatsächliche Veränderung der Herangehensweise, die besseren Techniken und Arbeitsschritte des Geschulten in der betrieblichen Praxis dann überprüfen. Das ist eigentlich das A und O und nur so lässt sich wirklich prüfen, ob die Schulung erfolgreich war und zur gewünschten Veränderung geführt hat. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Klar, für die Schilderung des Status quo. Wir wollen, bevor wir jetzt weiter ins System gehen oder auch noch weitere Fragen bzw. Folien aufwerfen, durchaus mal die Diskussion mit Ihnen starten bzw. suchen. Das heißt, meine Frage wäre, wenn Sie sich jetzt diese Status quo-Darstellung von Herrn Dr. Klar anhören, ist das ein Thema oder sind das Themen, die Sie in Ihrem Unternehmen wiederfinden bzw. die Sie kennen? Gibt es darüber hinaus vielleicht andere Themen, wo Sie der Meinung wären, es wäre durchaus interessant, die an der Stelle zum Status quo auch noch zu erwähnen? Das heißt, bitte gerne um kurze Textnotizen oder um ein Handzeichen, dass ich Ihnen das Mikrofon freischalten kann. Die Spannung steigt. Ob es hier Rückmeldungen gibt, bis jetzt gibt es noch keine. Okay, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass Sie derselben Meinung sind, dass Sie diese Probleme durchaus kennen, beziehungsweise diese Herausforderungen. Ich würde im nächsten Schritt und das Angebot mit den Wortmeldungen beziehungsweise Fragen steht natürlich jederzeit insofern weitermachen, um Ihnen einfach noch drei, und das haben wir gemeinsam vorbereitet, Herr Dr. Klar und ich,
drei Ideen bzw. Fragestellungen zu geben, wo wir der Meinung sind, dass wir teilweise mit einer Systemunterstützung durch SuccessFactors Learning Management durchaus unterstützen können oder Pharmaunternehmen damit unterstützt werden könnten. Das heißt, die erste Frage ist, glaube ich, eine sehr aktuelle, beziehungsweise ist das eine Frage, die ich in jedem Pharmaprojekt bis jetzt mehrfach gestellt bekommen habe und zum Glück teilweise auch lösen konnte. Das heißt, wie kann sichergestellt werden, dass verpflichtende Trainings korrekt und rechtzeitig zugewiesen werden? Das ist jetzt eine sehr detaillierte Frage auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das die Frage, die eigentlich in einem viel größeren Gesamtkontext zu sehen ist. Das heißt, wenn wir uns dieses Thema verpflichtendes Training und eine korrekte und rechtzeitige Zuweisung näher ansehen, dann müssten wir uns eigentlich, bevor wir diese Frage beantworten, sogar die Frage stellen, wie ist denn definiert und wer definiert das verpflichtendes Training für einzelne Tätigkeiten im Unternehmen, für einzelne Funktionen, für einzelne Abteilungen etc. Zutreffend ist. Das heißt, SuccessFactors Learning Management kann Sie bei einer automatisierten Zuweisung von Trainings, das werden wir uns gleich anschauen, zwar gut unterstützen, wenn Sie aber nicht ein lückenloses Bild der verpflichtenden Trainings auf Basis von Tätigkeiten, Funktionen, von Organisationszugehörigkeit, von Standort, von Maschine etc. haben und vorliegen haben oder erarbeitet haben, dann hilft Ihnen das System leider auch nicht. Das heißt, die alte Hoffnung, mit dem Einsatz eines oder der Implementierung eines Software-Systems alle Probleme zu lösen, ist leider nur teilrichtig. Wie kann das trotzdem ausschauen? Ich würde an der Stelle, ich schaue jetzt nochmal, ob es schon Handzeichen gab in der Zwischenzeit. Nein, gab es noch nicht. Wortmeldungen auch noch nicht. Einen kurzen Ausflug in eine SuccessFactors Learning Management Instanz machen und Ihnen mal zeigen, wie sowas aussehen kann. Das heißt, Sie müssten jetzt eine Bildschirmmaske sehen und ich bin jetzt in einem Live-System hier von SuccessFactors in einem Demosystem eingeloggt. Das heißt, Sie sehen, hier oben ist mein Internetbrowser, den habe ich nur ausgeblendet, dass wir auch das ganze, den ganzen Bildschirm sehen. Das heißt, wir befinden uns jetzt in der webbasierten Applikation von SuccessFactors. Die SuccessFactors HCM Suite besteht aus unterschiedlichen Modulen, die ich vorher auch erwähnt habe. Ich bin jetzt direkt abgesprungen in das Learning-Modul. An der Stelle vielleicht auch der kurze Hinweis, SuccessFactors bietet Learning Management in einer validierten Umgebung an. Das heißt, auch aus FDE- und Compliance-Gesichtspunkten ist dieses System validiert verfügbar. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie diese Learning-Seite hier aussehen könnte. Ich habe in der Zwischenzeit gesehen, dass auch eine Frage von der Frau Köster gekommen ist. Welche Version von SuccessFactors sehen wir hier? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die aktuellste, aber ich zeige es Ihnen kurz, das kann man hier unten schnell aufrufen. 15.08, nein, es ist nicht die ganz letzte, die 15.11 ist jetzt gerade eingespielt worden, also die November-Release, also die vorletzt gültige Version. Und das ist ein Demosystem aus den Vereinigten Staaten. Wie schaut jetzt die SuccessFactors Learning, das SuccessFactors Learning Modul aus, wenn ich als Mitarbeiter, und ich bin hier als Carla Grant, einer Führungskraft und einer Test-Userin oder Demo-Userin angeloggt, wenn ich jetzt in das Learning-Modul wechsle, dann sehe ich hier zuallererst einen sogenannten Lernplan, wenn Sie so wollen, der Ihnen alle Trainings auflistet, die potenziell für Sie relevant sind. Ich werde jetzt nur versuchen, das eventuell eine Spur größer zu machen, je nach Bildschirmauflösung bei Ihnen, das vielleicht dann schöner. So, dann haben wir hier ein besseres Bild. Das heißt, Sie sehen als sehr zentrales Element eine Liste aller Trainings, die Sie machen müssen. Im ersten Schritt ist es einmal egal, woher dieses Training kommt. Das heißt, die Aussage an der Stelle ist nur, hier sieht der Benutzer auf einen Blick, welche Trainings er absolvieren soll. Und, das sieht man auch sehr schön an der Liste, diese Trainings sind jetzt nicht inhaltlich sortiert, sondern rein nach der Fälligkeit. Und ich sehe, dass die Carla Grant hier offensichtlich ein größeres Problem hat, 745 Tage überfällig ohne jegliche Reaktion offensichtlich, ist die Frage, ob das möglich wäre im Pharma-Bereich, aber wie auch immer. Sie sehen hier dadurch relativ gut, dass das in dem Fall nach Fälligkeiten sortiert ist, abnehmend.
Die zweite Geschichte, und ich komme gleich auch zur zweiten Frage, die die Frau Köster gestellt hat, ist, dass Sie auf diesem Lernplan relativ schnell erkennen, ob es hier um ein verpflichtendes Training geht mit required oder auch beispielsweise ein empfohlenes Training recommended. Das ist frei konfigurierbar, aber ist die Möglichkeit hier einfach auch ein bisschen stärker darauf abzuzielen, dass der Fokus auf den wichtigen Trainings liegt. Und der dritte Hinweis, den ich an der Stelle noch geben möchte, ist, dass all diese Fälligkeiten und all diese Trainings, die auf Ihren Trainingsplan oder Lernplan kommen, natürlich auch verbunden sind mit E-Mail-Benachrichtigungen. Das heißt, Sie können durch SuccessFactors sich insofern oder den Mitarbeitern das Leben ein bisschen leichter machen, als dass Sie die Absolvierung von Trainings nicht als Hohlschuld sehen müssen, sondern auch per E-Mail über bevorstehende Trainings, über bevorstehende Fälligkeiten per E-Mail-Benachrichtigung proaktiv informiert werden. Die zweite interessante Entschuldigung, Information ist, dass Trainings, Einzeltrainings, die ja hier jetzt keinen unmittelbaren Zusammenhang haben, die ersten zwei gehören taktisch zusammen, aber weiter unten hier zum Beispiel geht es um Sales, hier geht es um Leadership, können Trainings in unterschiedliche sogenannte Curricula gruppiert werden. Das ist auch was, was im Pharma-Bereich sehr, sehr häufig vorkommt. Das heißt, das Zusammenfassen von Einzeltrainings oder von SOPs oder von Working Instructions in sogenannte, ich sage jetzt mal, Curricula, Lernprogramme, Ausbildungspfade, wie auch immer Sie das formulieren wollen. Das heißt, um jetzt in diesem Demosystem im Bereich Leadership Development qualifiziert zu sein, das heißt auch FDA-compliant zu sein, wenn Sie das jetzt auf ein Pharma-Thema umlegen würden, muss ich diese 6 Trainings hier absolvieren. Und das Interessante, was man an dieser Darstellung eines Curriculums sieht, ist, dass ich auf der einen Seite hier eine gewisse Reihenfolge setzen kann, dass ich auf der anderen Seite zwar bei einzelnen Trainings schon erfolgreich abgeschlossen sein kann, was Sie hier beim Training 2, 5 und 6 sehen, dass Sie aber beispielsweise sehen, dass in Summe trotzdem der Status hier überfällig ist, beziehungsweise auch das Leadership Development Lernprogramm oder der Lernpfad noch unvollständig ist. Das heißt, Sie haben einen zweiten, einen zweiten Qualifikationsstatus. Das ist auch der Status, den üblicherweise aus den Kundenprojekten, kann ich das sagen, die FDE zu Rate zieht, um einfach zu beurteilen, ob eine Person qualifiziert war, eine gewisse Tätigkeit auszuüben. Und der dritte Bereich, hier durch dieses kleine Pfeilchen angedeutet, ist die Möglichkeit, dass Sie natürlich in solchen Curricula auch Trainings hinterlegen können, die wiederkehrend geschult werden müssen. Es gibt jetzt eine Zusatzanmerkung vom Herrn Dr. Klar, beziehungsweise dann auch gleich meine Antwort auf Ihre Frage, Frau Köster. Bitte, Herr Dr. Klar. Ich möchte darauf hinweisen, dass im pharmazeutischen Bereich es erforderlich ist, dass die Schulung vorher absolviert worden ist, bevor die Tätigkeit aufgenommen wird. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit gesehen, wie Sie Schulungstermine steuern können und wie Sie Schulungsereignisse zu Gruppen zusammengefasst auch adressieren können. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass immer erwartet wird, dass der Schritt, der der Mitarbeiter ausführen möchte, vorher ausreichend in Theorie und Praxis vermittelt worden ist. Ansonsten darf er diese Tätigkeit, dieses konkrete Arbeitselement, diese Maschinenbedienung, diesen Prozessschritt nicht ausführen. Also hier kommt Ihnen in der zeitlichen Organisation der Schulung eine hohe Verantwortung zu und dieses Software-Element bietet grundsätzlich die Möglichkeit, das auch entsprechend individuell zu steuern. Genau, danke für sehr guter Hinweis. Zwei Zusatzergänzungen. Die individuelle Steuerung würde bedeuten, dass Sie wirklich je nachdem, wann der Mitarbeiter für eine neue Funktion, für eine neue Tätigkeit vorgesehen ist, zum richtigen Zeitpunkt, nämlich vor tatsächlicher Bedienung der Maschine, dieses Training im Idealfall automatisiert, beispielsweise auf Basis seiner Tätigkeitsbeschreibung oder seines Jobcodes diese Trainingsreihe zugewiesen bekommt. Was einige unserer Kunden machen, ist auch zu sagen, erst der gesamte Qualifikationsstatus, das heißt, wenn alle diese 5 Trainings oder 6 Trainings hier abgeschlossen sind, sind so quasi die Voraussetzung, um später in der Personaleinsatzplanung dann auch die Vorbedingung erfüllt zu haben, dass ich diese Maschine betätigen darf oder diese Tätigkeit ausüben kann.
Ganz kurz, passt thematisch zwar nicht ganz dazu, aber es ist einfach eine Frage, die schon ein paar Minuten jetzt alt ist von der Frau Köster. Das heißt, die Frage war, ist das eine validierte Cloud-Lösung? Die Antwort ist ja. SuccessFactors gibt es in beiden Varianten. Das heißt, im Learning-Umfeld sind, ich würde sagen, wahrscheinlich 10 von 10 Kunden eigentlich in der validierten Cloud-Lösung tätig oder verwenden diese. Es ist aber eine Entscheidung beim Kauf oder bei der Miete mehr oder weniger von SuccessFactors, ob sie die validierte Umgebung verwenden oder die nicht validierte. Der große Unterschied neben den validierten oder Validierungsgesichtspunkten ist, dass sie bei SuccessFactors eigentlich vierteljährliche Produktupdates haben und in der validierten Umgebung sind diese vierteljährlichen Produktupdates von SuccessFactors nur einmal im Jahr zusammengefasst angeboten. Das heißt, sie haben normalerweise im Februar, im Mai, im August und im November diese quartalsweisen Release-Updates und Produkterweiterungen von SuccessFactors. Wenn sie in einer validierten Umgebung tätig sind, dann bekommen sie einmal im Jahr, nämlich im August jeweils, die gesamten vier Updates des Vorjahres. Zweite Frage ist auch gleich gekommen, komme ich dann später noch dazu. Gibt zwei Fragen zu dem Thema, nämlich auch, wie viele Pharmafirmen verwenden eine validierte Cloud schon. Ich kann Ihnen aus unserer Kundenumgebung sagen, wir haben noch Pharmakunden, die unter Anführungszeichen in der alten Version, also im Haus installiert von SuccessFactors unterwegs sind. Wir haben jetzt mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kunden, 6 Pharmakunden, die in der validierten Cloud unterwegs sind. Herr Dr. Klar? Na, okay. Gut. Das ist das Thema, wie kommt das Training zu Personen? Jetzt ist die Ausgangsfrage, ich gehe da jetzt nochmal kurz zurück, die Frage, wie kann sichergestellt werden, dass diese verpflichtenden Trainings korrekt und rechtzeitig zugewiesen werden? Das heißt, was wir hier angedeutet sehen, und das zeige ich Ihnen dann gleich im Hintergrund, im administrativen Bereich von SuccessFactors, diese gesamte Trainingsreihe ist zugewiesen über ein sogenanntes Assignment Profile. Das heißt, hier ist es keine manuelle Tätigkeit einer Führungskraft, eines Mitarbeiters selbst oder eines Administrators vorausgegangen, dass die Carla Grant diese Leadership Development Kursreihe auf ihrem Lernplan findet, sondern ein, ich würde mal sagen, logisches Instrument im Hintergrund. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne zeigen. Das heißt, ich wandere kurz in den administrativen Bereich von dem Learning Management System und zeige Ihnen, wie sowas aufgesetzt werden kann. Und damit haben Sie auch den großen Vorteil, dass Ihnen SuccessFactors mit dem System wirklich Arbeit abnehmen kann. Trotzdem, und das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, es ist auf jeden Fall zu berücksichtigen, dass Sie natürlich diese Vorarbeiten leisten müssen im System, beziehungsweise dass Sie auch sicherstellen müssen, dass die Datenqualität Ihrer Mitarbeiterdaten richtig ist, weil wenn diese nicht richtig ist, kann es natürlich genauso passieren, dass dann Trainings oder falsche Trainings zugewiesen werden, was natürlich nicht im Sinne des Erfinders wäre. Das heißt, wir sind jetzt hier in die administrative Oberfläche von SuccessFactors gewechselt und ich habe hier in dem Bereich Users diese Assignment Profiles, die ich gerade erwähnt habe. Und da kann ich Ihnen ein Beispiel zeigen. Es gibt hier ein sogenanntes Zuweisungsprofil, so würde man das am besten übersetzen, zum Thema Compliance Safety. Und die Aussage ist eigentlich ganz einfach. Das, was diese Funktionalität anbietet, ist, dass Sie sagen können, ich definiere hier im oberen Bereich ein gewisses Regelwerk, das mir meine gesamten Mitarbeiterdaten durchsucht und auf Basis von vordefinierten Regeln oder Kriterien, in dem Fall ist die Regel, dass ich sage, ich suche hier in zwei, wenn Sie so wollen, User- oder Benutzertöpfen, also in Datenbanken, Corporate-Mitarbeiter und ein Core-Dataset, was auch immer das sein soll, und ich suche in allen meinen Mitarbeitern, in allen meinen Corporate-Mitarbeitern, alle Personen, deren Jobcode entweder Manager ist oder Forklift, also Gabelstaplerfahrer oder Bediener einer gewissen Maschine oder Maintenance Manager oder Operations. Und kann so, und das ist jetzt das Interessante an der Funktionalität, nicht nur suchen, auf wen diese Kriterien aktuell zutreffen, das ist jetzt eine Person zum Beispiel, sondern das System würde meine gesamte User-Population, also alle meine Mitarbeiter,
in regelmäßigen Abständen, das heißt zum Beispiel jede Nacht oder jede Stunde, durchsuchen, und sobald jemand diese Kriterien erfüllt, werden ihm automatisch diese zwei Curricula mit all den dazugehörigen Einzeltrainings auf den Lernplan zugewiesen, genauso wie diese Trainings auch wieder automatisiert entfernt werden, wenn diese Kriterien nicht mehr zutreffen für den User, also dass sie auch nicht Trainings verteilen, die nicht mehr relevant sind. Gibt es noch eine Ergänzung von Dr. Klar dazu? Hier haben Sie natürlich die Möglichkeit, sehr granular oder eher auch sehr breit die Mitarbeiter in diese Gruppen zuzuordnen und entsprechend die Feinheit oder die Grobheit dieser Trainingsaktivitäten zu steuern. Ich kann Ihnen nur empfehlen, das nicht zu detailliert zu tun, sondern sinnvolle Gruppen von Rollen und Funktionen zu bilden, sodass Sie eben auch mit einer überschaubaren Anzahl von Trainingsereignissen hinten dann diese Organisation durchführen können. Also ein Beispiel wäre ja im Laborbereich, dass die Kollegen, die mit einem speziellen Test vertraut sind und ihn durchführen müssen, dass diese Kollegen in einen entsprechenden Funktionsgruppe aufgenommen werden oder dass sie die ganzen Tests, zum Beispiel alle chemisch-physikalischen Tests, die Laboranten durchführen, in einer Gruppe durchführen. Hier haben Sie relativ viele Möglichkeiten, Ihre Aufwendungen zu steuern, die hinten dann in der Durchführung dieses Trainings erforderlich sind. Genau, und ich habe Ihnen hier nebenher nur aufgemacht, also das sind alles Attribute, die Ihnen zur Verfügung stehen. Das heißt, welcher Status der Mitarbeiter, welche entweder Jobcode oder alternativen Jobcode hat, in welchem Land ist er in einem gewissen Status, also beispielsweise Schichtarbeiter, Teilzeitarbeiter, Vollarbeiter. Auf Basis eines Einstellungsdatums könnte ich das machen. Ich könnte sagen, wenn du ein gewisses Training absolvierst, wird automatisch ein Folgetraining zugewiesen. Und Sie haben hier oben auch noch verschiedene kundenspezifische Felder, die Sie beispielsweise wirklich für pharma-relevante Themen verwenden können, um hier diese Zuweisungen zu machen. Und dieses Regelwerk kann, so wie hier, aus einer einfachen Regel bestehen, kann aber auch natürlich ein Set an Regeln mit und oder Verknüpfungen genauso abbilden. Das ist im Prinzip auch systemisch jetzt die Antwort auf diese Frage. Das heißt, ja, Sie haben hier Unterstützung. Auf der anderen Seite, Vorbedingung ist, die Datenqualität ist richtig und Sie haben auch diese Attribute zur Verfügung, und zwar zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Qualität bei Ihren Mitarbeiterstammdaten, um darauf zu referenzieren. Und die Folgefrage, wenn Sie so wollen, die sich für mich stellen würde, ist, wenn Sie das getan haben, dann ist ja eigentlich auch noch nicht alles erreicht, sondern ist das Training zwar korrekt zugewiesen, aber es ist die Frage, ob es auch rechtzeitig trainiert worden ist. Das heißt, das, was Dr. Klar auch am Anfang erwähnt hat, ist dann sicherlich auch sicherzustellen und zu überwachen. Das heißt, das, was im System die Carla Grant vorher gehabt hat mit Überfälligkeiten von mehreren hundert Tagen, das heißt, hier kann das System unterstützen, weil Erinnerungs-E-Mails rausgehen, weil Überfälligkeits-E-Mails vielleicht auch an Vorgesetzte im zweiten oder dritten Schritt gesendet werden. Aber trotzdem bleibt natürlich ein gewisses Monitoring und Controlling ganz klar in der Hand der Führungskräfte. Dort sollte das auch monitort werden und auch dementsprechend natürlich bei Gefolgeaktivitäten ausgelöst werden. Ich habe jetzt gerade gesehen, bei der zweiten Frage zu den validierten Cloud-Kunden war auch eine Frage von Herrn Michelberger. Das heißt, wie viele Kunden, deutsche Kunden gibt es in der validierten Cloud? Da fallen mir jetzt auf die Schnelle zwei ein, die wir auch betreut haben von diesen sechs, die ich genannt habe, beziehungsweise weiß ich, dass ein ganz, ganz großer Pharmakunde jetzt gerade, alle, die mal Kopfweh haben und gewisse Tabletten nehmen, dagegen kennen den dann wahrscheinlich, der steigt jetzt gerade auf die Cloud um. Das ist auch ein aktuelles Projekt, in dem wir involviert sind. Gut. Jetzt kommt noch eine Frage, sehe ich gerade. Schön, dass es so viel Interaktion gibt. Das heißt, die Frage ist, muss das Assignment Profile bei organisatorischen Änderungen, zum Beispiel Job Position ID, oft aktualisiert werden? Die Aussage ist insofern jein, wenn sich bei der Person die Job Position ID verändert. Das heißt, ich mache nicht mehr Job Gowning, sondern ich mache jetzt, weiß es nicht, optische Kontrolle, um irgendwas zu sagen. Dann eigentlich nicht, weil dann würde diese Datenänderung ja beim Mitarbeiterdatensatz passieren und das System würde erkennen, Gowning ist nicht mehr relevant, jetzt ist es Visual Inspection. Was zu überprüfen ist, und das ist
in vielen Pharmakonzernen meistens auf einer jährlichen Basis, ist einfach, ob die verpflichtenden Trainings pro Maschine, pro Jobcode etc. noch die richtigen sind. Das heißt, ob das zugewiesene Curriculum, das ist das, was ich hier gezeigt habe, das heißt, wenn ich diese Kriterien erfülle, muss ich diese zwei Lernprogramme oder Curricula durcharbeiten, ob hier die richtigen Inhalte drin sind und ob die noch aktuell sind, dann ja, müsste ich das anpassen. Wenn die Frage eher in die Richtung geht, was passiert, und das würde uns dann auch zur nächsten Frage führen, die ich vorbereitet habe, was passiert, wenn sich eine Version eines Trainings oder einer SOP ändert, dann brauchen Sie im Prinzip gar nicht viel machen. Ich gehe mal hier zur nächsten Folie, sehe aber, dass es in der Zwischenzeit auch noch eine Wortmeldung gibt und ein Fränzel. Mit welchen Kosten ist zu rechnen, erwirbt man Einzellizenzen oder auf welchem Konzept gründet das Programm? Es sind Software-Mietlizenzen, sogenannte Subscriptions, und die sind basiert bei SuccessFactors auf Basis der Mitarbeiter, die aktiven Zugriff auf das System haben. Da gibt es mengenmäßige Staffelungen, aber im Prinzip ist es eine Miete von meistens einem Umfang von 3 Jahren und auf Basis von einem jährlichen Subscription-Preis pro User hochgerechnet auf eine Subscription-Summe. Gut, komme ich zurück zum Inhalt. Wie kann sichergestellt werden, dass jeweils die richtige SOP-Version gelesen oder trainiert wird? Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir hier definiert haben, dass die richtigen SOPs zum Thema Workplace Safety hinterlegt sind. Und wir gehen auch davon aus, dass dieses Assignment Profile wunderbar funktioniert und dass alle meine Mitarbeiter, die dieses Curriculum absolvieren müssen, auch all diese Trainings absolviert haben und so quasi qualifiziert sind, ihre Tätigkeit auszuüben. Das würde ich mal als Vorbedingung setzen. Wenn wir jetzt hier hineinschauen, sehen wir, dass in diesem Curriculum 3, 4 Trainings zu absolvieren sind. Da gibt es hier eine SOP beispielsweise in der Revision 1, die ist gültig seit 2008 zum Thema Process Safety Management Policy und die ist seit 17. August 2009 effective. Das heißt, was der Herr Dr. Klar vorher auch erwähnt hat, ich kann diese Training schon früher bereitstellen, dass sie wirklich zum Zeitpunkt des Effektivitätsdatums natürlich auch schon trainiert sind. Das heißt, solange meine Mitarbeiter diese Trainings gemacht haben und es keine neue Version davon gibt, sind eigentlich alle qualifiziert und üben ihre Tätigkeit aus. Wenn es jetzt zu einem Revisionswechsel kommt, das zeige ich Ihnen hier, dann kann ich mir genau diese SOP suchen, die wir uns gerade angeschaut haben, und könnte in dieser SOP eine neue Version erstellen. Und das ist jetzt was ich hier nur händisch zeigen kann und wo ich von den meisten unserer Pharmakunden weiß, dass es hier eine Schnittstelle zum Dokumentenmanagement oder SOP-System gibt. Das heißt, es würde aus dem Dokumentenmanagement-System auch auf einer beispielsweise täglichen Basis die Information kommen, Achtung, da ändert sich was. Ab seit gestern so quasi gibt es eine neue SOP mit Effective Date dann ab 1. Jänner, um irgendwas zu sagen, 2016. Das heißt, diese Informationen, Entschuldigung, die ich jetzt händisch hier eingebe, würden ziemlich sicher aus einer Schnittstelle zu Ihrem Dokumentenmanagementsystem kommen. Und ich würde jetzt sagen, ich erstelle kein neues Training, sondern nur eine neue Version des bestehenden Trainings. Und was Sie jetzt hier sehen, ist, dass das System, das würde auch automatisiert dann passieren, verschiedene Entscheidungen zulässt oder anbietet, die ich als Administrator oder auch bei einer Integration einmalig festlegen kann. Das heißt, ich kann sagen, möchte ich eigentlich, dass die bestehenden Items, also die alte Version ersetzt wird durch das neue. Will ich, dass alle Trainer beispielsweise davon informiert werden? Und wenn ich hier weitergehe, sehe ich auch so Punkte wie, ab wann ist das überhaupt relevant und schulbar? Das heißt, ist es verwendbar? Beziehungsweise, und das ist jetzt der interessanteste Screen hier, was passiert mit allen Personen, die dieses Training schon irgendwann mal absolviert haben? Das heißt, soll die alte Version noch bestehen bleiben oder soll sie gleich deaktiviert werden? Soll das jeweilige Lernprogramm automatisch mit der neuen Version aktualisiert werden? Was im Prinzip auslösen würde, dass die Teilnehmer, die das gemacht haben, die Mitarbeiter,
ein neues Training auf ihren Lernplan bekommen und eine gewisse Zeit haben, um rechtzeitig diese neue Version des Trainings durchzumachen. Ansonsten verlieren sie ihren Qualifikationsstatus. Und dementsprechend bietet dieses Tool hier genau diese Möglichkeiten, auch hier mit gewissen Fristen zu arbeiten. Also man sagt, zwischen alter und neuer Version gibt es 14 Tage Übergangsfrist zum Beispiel oder 30 sind es in dem Beispiel. Ist es verpflichtend oder ist es optional? Und so soll versucht werden, auch sie zu unterstützen bei einer nachhaltigen Richtigkeit im Sinne von nachhaltigen Sicherheit, so muss man eigentlich sagen, dass die richtige SOP-Version sowohl verteilt wird, als auch rechtzeitig von ihren Mitarbeitern gelesen wird. So, es gibt noch eine Ergänzung von Dr. Klar. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass entsprechend der GMP-Regularien Schulungen auf Basis von genehmigten Schulungsplänen durchzuführen sind. Dass die Schulungen auf Basis von schriftlichen Verfahren erfolgen müssen und dass über die Durchführung der Schulungen Aufzeichnungen zu führen und aufzubewahren sind. Das heißt, Sie haben hier für alle Schulungsereignisse gleich welchen Inhalts eine Dokumentationspflicht, die sich über die Planungsphase, die Durchführungsphase und später bis in die Nachweisphase hinein erstreckt und die auch regelmäßig in entsprechenden Audits und Inspektionen Gegenstand der Überprüfung sein wird. Davon können Sie ausgehen, weil einfach das Thema der Schulung von ganz zentraler Bedeutung ist, weil eben sehr, sehr viele Menschen an der Qualität der Arzneimittel mitwirken und entsprechend geschult sein müssen. Die Logik ergibt sich einfach aus der hohen Verantwortung, die Menschen mit ihrer Arbeitstätigkeit haben. Hier, denke ich, ist eine gute Möglichkeit, dass dieses Programm Ihnen auch ja, Handreichungen gibt, wie dieser gesamte Aspekt der Aufzeichnungen unterstützt werden kann. Mhm. Genau, vielen Dank. Ja. Das, was mit dem System natürlich gegeben ist, wenn wir diese Trainingszuweisung, ob es jetzt manuell, teilautomatisiert oder vollautomatisiert ist, auf jeden Fall automatisch sicherstellen können, ist, dass wenn die Trainings zugewiesen und absolviert sind, wird zu jedem Mitarbeiter jede Trainingsteilnahme, und das ist bei Klassenzimmertrainings natürlich nach der Teilnahme zu verifizieren und im System einzupflegen, bei SOPs passiert das automatisch, werden all diese Trainingsteilnahmen Trainings automatisch pro Mitarbeiter gespeichert. Das heißt, Sie haben eine lückenlose Historie über alle SOPs mit jeweils dem Tag, an dem der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das Training absolviert haben und können damit nachweisen, weil es auch sogenannte Audit Trail Reports gibt, wann ein Mitarbeiter zu gewissen Themen oder Maschinen oder Tätigkeiten geschult war und ob er zu dem Zeitpunkt geschult war auf Basis der damals verfügbaren, so muss ich sagen, Stelle, die er ausgeübt hat. Der Herr Brenzel hat auch eine Frage gestellt, die thematisch sehr, sehr gut passt, weil es genau auch überleitet in die dritte Frage, die wir vorbereitet haben. Das heißt, die Frage von Herrn Brenzel ist, auf welche Art und Weise können Lernerfolgskontrollen im System hinterlegt, abgebildet werden und wie erfolgt die Rückmeldung im System? Wir haben in SuccessFactors zwei oder drei unterschiedliche Varianten. Das heißt, wenn Sie an die klassische Lernerfolgskontrolle denken, die jetzt inhaltlicher Natur ist, ich sage mal Wissenscheck oder Test dazu, dann gibt es eine Test-Engine, die jetzt gerade auch neu, komplett neu überarbeitet wurde, was sehr, sehr positiv ist, weil sie jetzt einfach so ist, wie sie sein soll, von der Bedienbarkeit, von der Optik etc., den sogenannten Quiz-Builder, wo Sie beliebige Testfragen erstellen können. Sie können diese Testfragen in sogenannte Test-Pools oder Question-Pools einbetten und können dann in Echtzeit, wenn ein Test vom System generiert wird, aus Ihren Question Pools per Zufallsgenerator gewisse Fragen rausziehen und einfach beispielsweise nach dem Lesen einer SOP eine schnelle Wissensüberprüfung machen. Das wäre jetzt Lernerfolgskontrolle im eigentlichen Sinne Wissensüberprüfung. Die zweite Variante, die es in diesem Bereich der Wissensüberprüfung gibt, ist, wenn Sie E-Learning-Kurse in SuccessFactors abbilden oder integrieren, dann können Sie natürlich auch Tests und Quizzes, die in diesen E-Learning-Modulen integriert sind, durchführen und dann das Gesamtresultat vom E-Learning-Kurs ins LMS übertragen lassen automatisch. Also diese beiden Systeme
oder der E-Learning-Inhalt und das Learning-Management-System kommunizieren miteinander. Und dann gibt es so quasi die dritte Variante, das wäre das Thema Lernerfolgskontrolle, wo es sehr stark auch um die Effektivität geht. Und dazu gibt es zwei Varianten, die ich Ihnen gerne zeigen würde. Und zwar sind das die sogenannten Questionnaire-Surveys, nennen sich die. Und ich weiß nicht, wem von der Teilnehmerschaft das Kirkpatrick-Model zur Lernkontrolle und Lernerfolgstransferkontrolle was sagt, aber im Prinzip unterstützt SuccessFactors die Level 1 und 3 von Kirkpatrick. Das heißt, es gibt nach einem Klassenzimmertraining, das kennen Sie sicher alle, diese sogenannten Happy Sheets oder Evaluierungsfeedbackbögen, die Sie hier im System finden bzw. auch kundenspezifisch anlegen können mit den Fragen, die Sie abfragen, wo Sie direktes Feedback vom Trainingsteilnehmer haben wollen über die Qualität des Trainings, über den Trainingsort, über die Trainingsinhalte etc. Das heißt, Sie können diese sogenannten Level 1 Tests oder Erfolgskontrollen oder Abfragen mit Trainings verknüpfen und beispielsweise automatisch, nachdem ein Teilnehmer ein Training besucht hat, ihm diese Umfrage zuweisen und er soll dann im System bewerten, wie das Training war. Und das steht Ihnen dann natürlich auch zur Verfügung. Das heißt, Sie sehen, welche Fragen können da normalerweise gestellt werden. Das ist so ein einfacher Editor. Das heißt, machen wir mal so eine Voransicht hier. Das heißt, es könnte so ein klassischer Test sein. Wie waren die Kursmaterialien? Wie war der Trainer? Was waren die wichtigsten Punkte? Das heißt, Sie sehen Likert-Skalen, Multiple-Response, Single-Choice, Freitextfragen. Das heißt, das wäre die einfachste, Variante. Die zweite Variante, die meiner Meinung nach die wesentlich wichtigere ist, ist, dass Sie nicht nur den Teilnehmer befragen und eben dieses Feedback hier an gewisse oder mit gewissen Items verknüpfen. Das sehen wir hier, an welche Trainings oder mit welchen Trainings ist es verknüpft, wie oft ist das absolviert worden, also wie oft ist zugewiesen worden, wie oft ist beantwortet worden, und Sie würden dann auch eine Auswertungsmöglichkeit haben, zu sehen, wie ist eigentlich die Qualität des Trainings. Für Sie relativ wichtig im Trainingsadmin-Bereich, um einfach auch die Qualität beurteilen zu können. Was noch interessanter ist, ist der zweite Bereich, nämlich die sogenannte Lernerfolgstransferkontrolle. Das heißt, Sie können sogenannte Level 3 oder Follow-up-Surveys gestalten, die im Endeffekt nicht mehr an den Lerner ausgesendet werden, also an den Trainingsteilnehmer, sondern an beispielsweise den Vorgesetzten des Mitarbeiters, der auf Training war. Und das passiert normalerweise zeitversetzt, das heißt, das System unterstützt Sie wieder dabei, dass Sie sagen, der Mitarbeiter besucht das Training, die Trainingsteilnahme wird rückgemeldet im System, und 4 Wochen später bekommt der Vorgesetzte des Trainingsteilnehmers eine E-Mail mit der Bitte, eine Umfrage auszufüllen oder einen Test zu beantworten, wo überprüft wird oder gefragt wird, wie hat sich eigentlich, das schauen wir uns jetzt auch gleich an, wie hat sich der Mitarbeiter entwickelt, seitdem er das Training besucht hat. Das heißt, ist er produktiver geworden? Was macht er jetzt anders? Ist er schneller? Auch hier wiederum gleiche Fragetypen, aber frei gestaltbar. Das heißt, ob Sie hier einen oder 5 verschiedene oder 20 verschiedene Surveys einbetten. Sie entscheiden pro Training, ob das zur Anwendung kommt, wenn es zur Anwendung kommt, ob es verpflichtend ist oder nicht, beziehungsweise wie dieser Survey auch ausschaut. Und natürlich auch Kommentarfunktion ist gegeben. Das heißt, das ist, glaube ich, gerade im Pharma-Bereich eine immer wichtiger werdende Funktionalität und auch Thema. Funktionalität ist hier nur unterstützend, aber ein Thema, dass man wirklich sagt, wenn ich meine Mitarbeiter ständig laufend schule, ist das auch wirklich effektiv oder ist das einfach, dass die Leute auf Training gesendet werden? Ich habe eine Frage von der Frau Köster noch oder zwei und sogar ein Lob, danke, dass die Funktion super ist. Die Erfolgskontrolle Content Exam, muss ich schnell schauen, ob ich da eins finde. In der Zwischenzeit, ich weiß nicht, Herr Dr. Klar, gibt es von Ihrer Seite noch zusätzliche Ergänzungen? Ja, durchaus.
Also die Rolle des Vorgesetzten in der Überwachung des Trainingserfolges, die kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Es ist ja schließlich in der Verantwortung des Vorgesetzten, die richtigen Schulungen für den Mitarbeiter auszuwählen und hinterher auch zu überprüfen, ob diese Schulungen den entsprechenden Erfolg gezeitigt haben. Also da ist ein Arbeitsfeld für Vorgesetzte, das aus meinen Erfahrungswerten nicht in allen Unternehmen bislang in der nötigen Breite und Tiefe bearbeitet wird. Hier gibt es sicherlich noch Nachholbedarf an dieser Stelle, aber ich möchte unbedingt nochmal auf die Verantwortung des Vorgesetzten hinweisen. Wer, wenn nicht er, hat dort die entsprechenden Mitarbeiter auch in diesem Bereich zu führen, zu überwachen und auch entsprechende Schulungsmaßnahmen, auch Nachschulungsmaßnahmen anzustoßen. Mhm. Genau. Ja, Frau Köster, ich habe jetzt parallel geschaut. Ich habe leider kein Beispiel hier in dem Demosystem. Ich müsste eins raussuchen. Kann ich Ihnen aber dann auch zeigen. Der Quizbilder, wie gesagt, ist neu. Das ist relativ schön. Die alte Funktionalität war funktional auch gut, aber einfach optisch nicht so ansprechend. Auch ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Wir sind im Prinzip mit den Showcases gut durch, die wir Ihnen zeigen wollten, die wir Ihnen vorstellen wollten. Wir haben glücklicherweise auch viele Fragen zwischendurch bekommen. Großes Dankeschön auch an die aktive Beteiligung. Das macht das Ganze, glaube ich, viel angreifbarer und spannender. Gibt es abschließend noch eine oder zwei Fragen, die Sie loswerden wollen? Es kommen schon die ersten Dankesworte, vielen Dank. Ja, da kommen noch ein paar. Ist das System auch in deutscher Sprache verfügbar? Ja, das System ist in Summe in, glaube ich, 40 Sprachen verfügbar. Die sind mittlerweile auch alle im direkten Subscription-Modell enthalten. Das heißt, sie sind nicht mehr gesondert zu lizenzieren, so wie das früher war. Vor allem auf Benutzerseite macht es sehr viel Sinn, in die jeweilige Landessprache zu gehen. Im Bereich der Administration muss man sich überlegen, weil viele Unterlagen, Trainingsunterlagen auch auf Englisch sind, ob man das will, aber Mehrsprachigkeit gibt es. Genau. Frau Köster fragt noch nach Erstellung eines Tests. Kann ich gerne machen, würde ich gerne im Nachgang machen, weil es einfach zu viel Zeit braucht. Das heißt, wir wollten Sie noch abschließend auch auf zwei Dinge hinweisen. Es gibt auf der einen Seite, das habe ich auch vorbereitet, die Website der PDA, wo Sie auch jetzt weniger zu SuccessFactors, aber zum ganzen Thema, das ja für Sie wahrscheinlich viel interessanter ist, sämtliche Unterlagen bzw. auch Veranstaltungen und Konferenzen finden. Also diese Seite kann ich nur wärmstens empfehlen. Danke an dieser Stelle auch, Herr Dr. Klar, von meiner Seite für die Unterstützung und den Input im heutigen Webinar. Sehr gerne. Und betreffend Ihrer Anfrage, Frau Köster, was Sie gerne tun könnten, ist, wir haben hier auf der LearnChem-Seite in dem Bereich HCM, das ist der zweite Link, hier unten auch die Möglichkeit, dass Sie unverbindlich einfach eine Live-Demo anfordern können, einen Termin, dass man wirklich gezielt auf Anforderungen, die Sie jetzt vielleicht heute nicht gesehen haben, weil das ja nur ein kleiner Teilausschnitt war, eingehen können, einfach um das ja für Sie möglichst interessant und auf Basis Ihres Feedbacks auch dann gestalten zu können. Also das kann man gerne machen. Hierüber kann man sich gerne registrieren. Ich soll Ihnen auch nochmal liebe Grüße von der Frau Demczyk ausrichten, von der SAP, wo wir Audioprobleme leider hatten, aber großen Dank auch von ihr für die Teilnahme und liebe Grüße aus heute, glaube ich, Berlin, sonst aus der Schweiz. Ton wurde stumm geschaltet, aber nur auf Teilnehmerseite. Und dann habe ich noch eine Frage vom Herrn Färber. Ist das System voll in die SAP integriert? Die Antwort ist ja. Es gibt verschiedene Integrationsoptionen. Von einer Middleware-gestützten PI-Integration, sorry, ist kurz technisch, über ein SFAPI, also eine filebasierte Schnittstelle, bis hin zu einer Integration über die HANA Integration Platform oder Cloud Platform. Aber sonst gerne auch im Nachgang noch mehr. Ich glaube, das waren mal die wichtigsten Fragen. Ich möchte mich von unserer Seite auch nochmal recht herzlich bedanken für die Teilnahme im heutigen Webinar. Es hat Spaß gemacht, viele Fragen zu beantworten. Ich hoffe, Sie konnten
einen guten Einblick bekommen in A, die Herausforderungen, die Sie wahrscheinlich gut kennen, aber B, auch natürlich in Möglichkeiten, wie Sie SuccessFactors Learning Management hier unterstützen kann. Ich würde von meiner Seite mich an der Stelle verabschieden, bleibe aber noch online und würde Herr Dr. Klar gerne auch noch Ihnen das Wort geben, um sich final zu verabschieden. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Fragen und für Ihre Teilnahme an diesem Webinar. Ich denke, die Schulungen im pharmazeutischen Bereich sind ein weites und kontinuierliches Arbeitsfeld, wo man eigentlich nie fertig wird, weil es gibt immer wieder neue Mitarbeiter, Arbeitsprozesse verändern sich, die SOPs und Prozeduren sind ständigen Veränderungen unterworfen. Das zeigt eigentlich die Bedeutung dieses Themenkreises schlechthin. Ich kann also nur dafür plädieren, dass Sie sich mit der nötigen Aufmerksamkeit diesem Schulungsthema widmen in Ihrem eigenen Interesse. Das ist eigentlich eines der Kernelemente, wie Sie auch Effizienz und Effektivität in Ihren Unternehmen erzeugen können und kann Sie nur auffordern, auch die entsprechenden Angebote, die es da zur Unterstützung gibt, sei es nun, ob es Seminare, Konferenzen, Trainingsereignisse oder eben auch elektronische Systeme gibt, auch entsprechend einzusetzen und zu nutzen. Die machen definitiv das Leben leichter und sparen Zeit und Geld. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Klar. Also ich kann es nur unterstreichen, was gesagt worden ist. Ich glaube, was man gerade im Pharma-Bereich nicht unterschätzen sollte, ist, dass Sie im Rahmen eines solchen Projektes auch sehr, sehr viel Zeit einplanen müssen für das Thema der Stammdatenqualität und Aufbereitung, beziehungsweise auch das Thema, was wir ganz eingangs erwähnt haben, Aufbereitung dieser Trainingsmatrizen. Das heißt, welches Pflichttraining ist für wen verfügbar oder notwendig, erforderlich, beziehungsweise ein großes Thema im Pharmabereich ist auch die Übernahme der Lernhistorie aus Altsystemen, weil Sie natürlich nicht mit der Einführung eines solchen Systems von Null beginnen wollen, sondern ja den aktuellen Trainingsbestand ins neue System, in SuccessFactors Learning Management überführen müssen. Gut. Danke ich nochmal recht herzlich für die Teilnahme. Ich bleibe noch 2 Minuten online. Ansonsten können Sie sich jederzeit auch gerne schon abloggen oder ausloggen, so muss man eigentlich sagen. Wir würden das Recording im Nachgang, wie schon angekündigt, zur Verfügung stellen. Und wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und wünschen noch einen schönen Tag bzw. eine schöne Restwoche. Vielen Dank und auf Wiederhören. Danke auch fürs positive Feedback, das dann noch eintrifft via Textnotiz.